Willkommen bei den Barbecue Pit Boys Germany. Wir wollen ein bisschen Cajun kochen und dafür brauchen wir als erstes einen Cajun Rub. Wir benötigen nicht viel, einfach nur Gutes. Wir brauchen Salz, Cayennepfeffer, einen richtig guten Pfeffer. Wir brauchen Oregano, Paprika. Das hier sind geschnittene Lorbeerblätter. Thymian brauchen wir. Knoblauch und Zwiebelpulver. Okay. Als erstes geben wir ungefähr 4 Esslöffel Salz in die Schüssel. Und dazu ungefähr 4 bis 5 Esslöffel Paprikapulver. So, wo ist der Thymian? Wo ist der Thymian? Da ist der Thymian. Davon geben wir einen Esslöffel in die Schüssel. Jetzt einen gut gehäuften Esslöffel Oregano. Kann auch ein bisschen mehr sein. Jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen, denn ich sagte ja, wir brauchen einen richtig guten Pfeffer. Und das hier ist die 9 Pfeffer-Sinfonie von Ankerkraut. Das Beste, was ich bisher hatte. Einen guten Esslöffel. Vom Knoblauch und auch vom Zwiebelpulver nehmen wir mindestens einen Esslöffel. Wer es ein bisschen mehr nach Knoblauch möchte, etwas mehr. Wer etwas mehr Zwiebel möchte, etwas mehr Zwiebel. Jetzt kommt der Cayennepfeffer. Davon nehmen wir mindestens 2 Teelöffel. Wer schärfer mag, gerne mehr. So, zu guter Letzt kommen die geschnittenen Lorbeerblätter. Ich bin da ein bisschen faul, habe sie gleich geschnitten bestellt. Hier könnt ihr es einmal kurz sehen. Und ab in die Schüssel damit. So, das Ganze wird jetzt noch einmal schön durchgerührt. Und wenn die Paprika-Klumpen zu groß sind, dann hilft nur eins, Löffel weg, Finger und nochmal alles richtig vermengen. So, fertig gemischt. Das Ganze kommt jetzt noch in eine luftdichte Box und dann kann es in den Schrank und dort kann es auch ruhig ein paar Monate aufbewahrt werden. Nachmachen und bis zum nächsten Mal.